Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind jetzt hier am Mount Coral, oder da in der Nähe zumindest. Und ja, sind hier ein bisschen an den Gleisen entlang gelaufen und müssen anscheinend hier an den Schienen weiterlaufen. Schauen wir mal, wo wir direkt hinkommen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen was erlebt, ne? Sephiroth haben wir wieder getroffen. Und wir haben eine neue Materie wieder bekommen. Und das ist Ifrit. Habe ich. Ne, Ifrit habe ich gar nicht bei jetzt. Glaube ich. Nein. Ist auch nicht so dramatisch. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, okay, sie hat die Feintechnik. Ich hätte bestimmt schon ein paar mehr Feintechniken, aber ich sag mal so, wir haben ja jetzt starke. Und die reichen ja auch erstmal. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. So. So, okay. Jetzt sind wir in der Mitte gelandet. Da bekommen wir natürlich nichts, weil da links ist ein Item und da rechts ist ein Item. Wir müssen entweder ganz schnell nach links kommen oder irgendwie ganz schnell nach rechts. Ich glaube, zwei Versuche haben wir noch. So, dann gehen wir hier runter. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt da hinkommen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Dann kommen wir auf diese Seite schon mal ran. So, mal sehen, was wir da kriegen. Bin ich ja mal gespannt. Sternmedaillon. Okay, das ist gut. Kann man nochmal gut gebrauchen. Und ein Gegner. Oder auch vier. So, Cloud kann seine Limit einsetzen. Das machen wir auch einfach mal. Na, wollte schon sagen. Hallo? So. Ging gerade irgendwie nicht. Und ja. So. Matra-Zauber. Okay. Zwei Vögel weniger und jetzt kommt noch der dritte Vogel dazu wahrscheinlich. Und der große ist zum Schluss. Ach, alle, okay. Dann sind sie jetzt alle weg. Oder auch nicht. Immer noch nicht. Holla. Jetzt, geht doch. Warum nicht gleich so? Aeris muss das wieder alles erledigen hier, oder? So. Das, dann gehen wir hier hoch. Turbo-Ether. So, jetzt gucken wir noch, dass wir rechts, dass wir links hinkommen. Und das sieht auch sehr gut aus. Ja, sehr schön. Und dann haben wir unser Item bekommen. Mal schauen, was da noch drin ist. Zauberstab. Oh, für Aeris eine Waffe. Geil. So. Die rüsten wir natürlich gleich erstmal aus. Okay. Gut, mehr ist nicht. Was haben wir hier noch für eine Substanz? Ja? Nein. Spielsubstanz. Materia Verwandlung, okay. Das hört sich interessant an auf jeden Fall. Ich gehe mal oben lang. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Ah, okay, dann sind wir schon richtig. Übrigens, das kann man nur einmal machen, wenn man runterfällt, dass man die Items einsammeln kann. Wenn man es beim ersten Mal verkackt hat, dann hat man halt noch die zwei anderen Versuche, aber da muss es wirklich gelingen. Ansonsten ist es vorbei. Dann kriegt man die Waffe auch nicht, die da ist. Gut, ich sag mal so, man kann die sich bestimmt kaufen, oder es gibt ja sowieso noch später bessere Waffen. Aber zu diesem Zeitpunkt wäre es denn vorbei.
Cloud! Los, Cloud, los! Ah, ich beweg mich ja. So. Oh, ganz schön eng hier drin. Komm schon, Cloud. Lass dich dadurch nicht beeinflussen. Lass sehen, das ist. Wenn ich das hier umdrehe, müsste was passieren. Tu's. Ja, dann tun wir mal. Ich tu mal so. Und die Brücke ist runter. Und alle können so rüber. Sehr schön. Okay. Nochmal so eine Pilzköpfe. Yuffie, du kannst mal. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal Beta. Hauen wir einfach mal die Beta raus. Streuschuss. Ich meine, Yuffie kann ihre Limit-Attacke einsetzen danach. Schauen wir mal, ob es noch vonnöten ist überhaupt. Ich glaube eher nicht. Nee. Oh, sah ich schon. Alle weg. So. Wie ein geölter Blitz, ne? Gucken wir mal. Wo hier? Hier geht's doch. Ah, okay, da geht's hoch. Genau, hier wollte ich doch hoch. Oh, kleine Babyvögelchen. Wie süß. Wow, was für ein Felsen. Was sollen wir tun? Nimm das verflixte Juwel? Ja, nehmen wir. Die Zeiten sind hart. Ich nehme das Juwel. Cloud. Komm zu Mama. Und was haben wir als Gegner? Ein Cockatrice. Aber da macht Yuffie schnell mal den Vogel gar aus, denke ich mal, oder? Schafft's das? Ja, sauber. So geht das. Ja, es dauert auch nicht mehr lange. 10 Phönixfedern erhalten. Alles klar. Sehr gut. Boah, war das knapp. So, jetzt können wir wieder zurück. Jetzt müssen wir nämlich auch da unten lang. So. Und dann hier nochmal rüber hüpfen. Und hier runter. Und noch ein Gegnerlein. Nochmal so ein komischer Vogel. Oh, ich sollte mal Cloud heilen. Ja. Aber ich habe nichts zum Heilen. Ich hier, ja. Aeris hat auch nichts zum Heilen. Ja, ist ja nicht schlimm. Was schon? Was? Null? Warum haben die Null abgezogen? Ja, ich bin die Null. hier. Einfach mal die Dampframmer einsetzen. Und zur Not das hin. Oh, danach ist wirklich Schluss mit den Beinen. Oder mit den vier. Keine Ahnung. Drei, vier. Hm. Alles klar, ein riesen Schokobo kommt erstmal runter und setzt sich rauf. Die armen Vögel. Naja, hat man den auch mal gesehen, die dicken. Ist immer zufällig, welcher kommt. Entweder kommt der Dicke halt, den wir gerade gesehen haben, oder der Schokobo mit dem Mogri. Aber ist auch lustig. Haben sie wirklich gut gemacht. So, erstmal die Vögel weg. Und dem klauen wir dann was. So. Die mistigen Viecher. Sehr schön. So, der Vogel muss weg. Cloud kann mal rauben. Konnte nicht stehen. Aber da gibt es auf jeden Fall was, das wissen wir ja schon. Den können wir ja schon mal angreifen, so ein bisschen. Konnte nicht stehen. Jetzt warten wir mal ein bisschen auf Cloud. Machen wir Abwehrhaltung. Und mit Cloud können wir versuchen zu rauchen weiterhin. Immer noch nicht. Ja, es zieht sich ein bisschen hin, ne?
Aber ist ja wurscht. Feine Fans können das ab. So, Gifttauch, okay. Auf Eris und das hat fehlgeschlagen. Uah. Wie lange denn noch fehlgeschlagen? Ja, geht doch. So, jetzt können wir das Vieh wegmachen. Eris, machst du es platt, bitte? Nee, ich glaube, ich mach's platt. Okay. Auch nicht schlimm. So. Blitzrauch. Dann können wir die Waffe nämlich später verkaufen. Das bringt wieder ein bisschen Geld ein. Und ich bin sowieso gerade am Überlegen. Wir brauchen ordentlich Geld. Fällt mir gerade ein. Hey, entspannt ihr euch, Leute, euch jemals? Es tut mir sehr leid, aber ich kann nichts für dich tun. Wir brauchen ja wenigstens 30.000 Gen. Wie viel haben wir denn überhaupt? 8.400? Naja, ist nichts. Das ist ja so gut wie gar nichts. Aber immerhin brauchen wir nur noch 12.000. Knapp. Schauen wir mal. Eine schöne Hängebrücke. Und was kommt da? Ein Bomber. Gut, dass wir auch noch ein bisschen Eiszauber bei haben. So, machen wir noch Eis 2 dazu und dann muss der vorbei sein. Sehr schön. Trunk und Äther packen wir auch mal. Na. Ich glaube, ich sollte mal meine Batterien vom Controller wechseln. Ja, aber das mache ich beim nächsten Mal. Das Spiel muss er jetzt noch aushalten. Anschlag. Oh. Okay, das macht er gleich. Ich dachte, er zieht. Der wächst erstmal noch eine Weile und dann macht er den Anschlag. Ah, nichts bekommen, schade. Na gut, dann weiter. So, noch so ein kleiner Bomber, der meint, was Besseres zu sein. Dem mal noch Eis 2 um die Ohren und dann ist er weg. Sehr gut. Wir müssen mal gucken, dass wir die ganzen Zauber, die wir bei uns haben, auch mal ein bisschen stärker machen. Ne, Materie müssen wir gucken. 2600 AP brauchen wir noch. Ach ne, so viel haben sie und so viel brauchen sie noch. Okay, Choco Mock ist fast fertig. Da brauchen wir noch eine Weile und da brauchen wir auch noch eine Weile. Das dauert auch, das dauert auch. Ah, da brauchen wir auch noch ein bisschen. Da sowieso. Das ist bald durch. Das ist sehr gut. Ja. Schauen wir mal, wir haben ja noch ein bisschen. Von der Materie können wir dann auch später verkaufen, wenn wir die nicht mehr brauchen. Oh, das Barrett. Aua. Sieh an, hätte nicht gedacht, dass ich dich hier nochmal sehen würde. Haben sie dich aus einer anderen Stadt rausgeschmissen oder was? Du zerstörst alles, was du anfasst. Du hast Nerven, hierher zurückzukommen. Schau dir diesen Ort an. Es ist alles deine Schuld, dass North Coral so verkommen ist. Warum sagst du nichts? Oder hast du schon vergessen, was du hier getan hast? Es tut mir leid.
Du bist die Mühe echt nicht wert. Verschwenden wir keine Zeit damit, um ihn mit diesem Techno-Freak zu reden. Das ist aber nicht nett. Warum reden die so mit Barrett? Du hast gehört, was sie sagten. Es ist meine Schuld, dass diese Stadt zerstört wurde. Und wo läufst du jetzt hin? Du weißt, wer dafür verantwortlich ist, wie es jetzt im Nord Coral steht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Ich möchte diesen Müllhaufen von Stadt hinter mir lassen. Wenn ich ein Fahrzeug hätte, würde ich Richtung südliche Wüste fahren und dann zu der Stadt auf der anderen Seite des Flusses gehen. Alle wissen, dass der Unfall unvermeidlich war, aber sie werden erst zufrieden sein, wenn jemand die Schuld auf sich nimmt. In dem Brunnen dort drüben glänzt etwas. Wenn ich es in die Hände kriege, verkaufe ich es und gehe nach Gold Sosa. Im Brunnen. Okay, da werden wir doch wohl gleich gucken. Der nächste Zug kommt bald an. Opa war früher Ingenieur auf den Kohlezügen. Er kann seine alten Gewohnheiten von damals einfach nicht ablegen. So, jetzt kommen wir wieder raus. Was willst du? Kaufen, deine Geschichte hören. Hör mal die Geschichte an. Nimm die Straße links an der Haltestelle. Die Seilbahn bringt dich zum Gold Sosa. Uns armen Schluckern bringt das natürlich nichts. Ja, kaufen wir mal. Oder gut, das brauchen wir nicht, das haben wir gerade bekommen. Ist auch ein bisschen teuer. Trierstange können wir verkaufen. Phoenixfedern. Ja, machen wir mal die Hälfte. Wenn er denn mal macht hier. Mithrilkralle. Ja, können wir. Diamantnadel. Können wir einmal verkaufen auf jeden Fall. Der Metallstock kann auch weg. Blitzrohr bringt nicht viel. Vier Zackenschuriken kann auch weg. Metallclip kann weg. Sturmgewehr kann weg. Peacemaker, wie viel kriegt denn der? 1750. Metallarmband kann auch weg. Wir machen den weg, den brauche ich nicht. Stärke plus 10. Hauen wir den auch weg. Feuerring, ja, weg damit. Motorfaust. Okay, das kann weg. Das nicht. Silberbrille. Ja, kann weg. Doppel-MG. 1000. Metallkralle kann auf jeden Fall weg. So. Materie. Haben wir da noch was? Also Analyse, denke ich mal, kann einmal weg. Also wenn wir es zweimal haben, ist auch dämlich eigentlich. Machen wir einmal weg. So, haben wir hier noch irgendwas? Zelt vielleicht. Machen wir so. Heiltrank. Nee. Geisterhand auch nicht. Hyper bringt nichts. Obwohl. Wer braucht das schon? Beruhigungsmittel, wer braucht das schon? Vier Slots können auch weg. Turboether, nee. Echo-Bombe, nee. Elixier auch nicht. Augentropfen. Wer braucht den ganzen Rotz hier? Granate benutze ich auch nicht. Kraftkapsel behalten. Carbonreif auch. Ja, haben
Haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt hier. So, was hat er noch? Bitte kauf etwas, egal was. Nö. Da gibt's nichts. Wenn du überleben willst, dann brauchst du ein paar Waffen. Oder ein paar von meinen Waffen. Super Dieb. Oh. Der hat aber nur 3 Fassungen. Ich glaube, so viel habe ich gerade sowieso, oder? Wachstum doppelt. Soll ich nehmen oder nicht? Soll ich nehmen oder nicht? Ich kaufe mir. So, dann rüsten wir die gleich mal aus. Super Dieb. Dann verkaufen wir die andere Waffe halt jetzt. Na, komm runter. Ein bisschen hält es aber noch aus. 750 immerhin. Komm, raus hier. Was haben wir hier? Wie soll ich nur in einer Stadt weiterleben, die alles verloren hat? Zur Hölle mit dem Makoreaktor. Ha, was willst du spielen? Nichts. Na, da komme ich nicht hin so. Wegen denen wurde mein Mann in den Unfall verwickelt. Er war so ein starker Mann. Wer denn? Kann ich den benutzen? Nee. Ich hörte, es sei jetzt in sich tätowieren zu lassen. Stimmt das? Keine Ahnung. Wirklich? Der junge Typ auf dem Weg zur Seilbahn hatte eine große 1 auf dem Arm. Mit seinem schwarzen Umhang sah er echt cool aus. Oh, war Sephiroth etwa hier? Okay, hier können wir uns ausruhen, aber das brauche ich nicht. Oh, wo geht's denn hier hin? Ah, okay, hier geht's zur Weltkarte. Wie viel Geld haben wir? 28.000. Ja, ist gut. Ich kämpfe mal ein bisschen. Hier sind ja auch neue Gegner wieder und dann passt das auch wieder. Können uns ja hier mal ein bisschen umgucken auch. Okay. Da ist ein Baum mittendrin. Und hier sind ein paar Kartenspiele. Oder wie? So, ich bin mal ein bisschen mies, ne? Passt ja. Aber überlebt immer noch. Mal schauen, wie es damit aussieht. Ja, ist schon eher was. So. Ein Baum und Häuser da unten. Alles klar. Ja. Warum nicht? So, was haben wir jetzt? Ah, kriegen wir von dem Drachen nicht auch noch was? Ah, da komme ich noch nicht vorbei. Ich muss da erstmal vorbeikommen. Los, Cloud. Ja. Aber der Super-Team sieht richtig geil aus. So, Arrows kann Limit einsetzen. Raum- und Zeitbombengestürme. Okay, das ist nicht so wichtig. So, scheiße, ob die Limit-Attacke was bringt oder nicht. Jetzt können wir mal auf alle aufballern. Heilung hat was gebracht auf jeden Fall, das ist sehr gut. Iris ist wieder voll dabei. Eine fliegende Sichel. Okay. So. Iris muss auf jeden Fall ordentlich trainieren. So, 30.000 haben wir schon fast zusammen. Das ist sehr gut. Weil die brauchen wir nämlich in Gold Sosa. Ein Häuschen, okay. Da
Da sind Schokobo-Spuren. Ist hier sonst noch was Interessantes? So, einmal Beta und dann passt das, dann ist er weg. Ja, komm, macht mal schön die Limits voll. Das ist sehr gut. Ja. Nächstes Mal kann Yuffie wieder am Limit einsetzen. Das ist sehr gut. Dann kann sie ihre zweite Limit-Technik lernen bald. Mensch. Läuft ja. So, dann heilen wir uns mal. Und dann gibt es noch einen Äther oben drauf. Jetzt haben wir nämlich gar nichts. Aber ist nicht so schlimm. Äther gibt es wie sonst am Meer? Nee. Ha, wir sind ja gerade am Meer. Was für ein Gag. So. Ah, okay. Einmal geölter Blitz, bitte. 459 und weg. Okay, alles klar. Können die noch irgendeine Technik, die man lernen kann? Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht alle Feintechniken lernen können, weil ich die Gegner nicht kenne, bei denen man was lernen kann. Müsste ich erst im Internet wahrscheinlich gucken. Aber ich will es einfach nur blind spielen. Einfach die Story sozusagen. Und damit hat sich's. Weil das ist auch interessant genug, was hier so passiert. So, was haben wir hier noch? Ein riesen Strand auf jeden Fall, eine Sanddüne. Da gehen wir auch gleich mal gucken. So, machen wir mal einen Schokomok. Einmal Matra-Zauber, das wird reichen. Wir wollen ja nicht so viel verschwenden, ne? So. Und erledigt. Die drei auf jeden Fall. Nur noch der und der ist jetzt auch weg. Mit einmal Matra-Zauber. Sarahanus, alles klar. So, was haben wir hier noch am Strand so? Ist hier noch irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht, wa? Da ist Costa del Sol. Hier haben wir einen schönen Strand. Mit noch mehr so einem komischen Einsiedlerkrebsen oder was das für Viecher aus sind. Nummer 2. Ah, Yuffie müssen wir echt noch pushen ein bisschen, damit sie ihre Limit-Techniken lernt. Ja, es ist gut dabei, aber sie könnte noch schneller sein. Da müssen wir auf jeden Fall noch ordentlich dranbleiben. Cloud ist relativ egal. Aber na gut, wir kriegen ja noch ein paar Charaktere. Wo wir die Limits ja auch noch hoch pushen müssen dann. Das, dann machen wir das, das. Und das sollte reichen. Oh, doch nicht. Staunt mich aber. Genau, greift mal schon an hier. Oh, Cloud macht jetzt auch noch. Ach nee, Cloud ist schon vorbei. Okay. Dann ist jetzt vorbei mit Luffy. Cloud kann
kann fast wieder seine Limit-Attacke einsetzen, das ist gut. Sarahanus, okay. Gut für die Chocobos. So, kommt man hier? Ja, hier kommt man noch vorbei. Oh, okay. Angriff von hinten. Na, darauf stehen sie, wa? Immer schön von hinten hier. Yuffie heilt sich erstmal. Dann machen wir Schokomok. So. Sehr gut. Wieder voll. Da kommt ein Amoklauf. Haha, auch von hinten. Kann ich auch. Oh, Cloud hat schon 1018. Vollständige HP dann. Das ist ja nicht schlecht. So. Alle weg. Sehr gut. So macht man halt. Oh, Gewitter ist hochgekommen. Sehr gut. So, dann laufen wir hier noch ein bisschen rum. Und dann sind wir auch schon gleich wieder am Mount Coral. Wo wir dann... Ich denke mal, wo wir dann mit der Seilbahn fahren. So, Cloud setzt erstmal seine Limit ein. Feuer frei, der ist weg. Und hier haben es noch. Dann hätte ich doch bloß einen Matra-Zauber einsetzen sollen. Naja, gut. Ist ja nicht so das Drama. So geht's auch. So, klasse. 33.000 Gil ist schon ganz gut. Können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Gegner noch bekämpfen. Das ist alles kein Problem. Wir machen alle platt. Ja, gut, jetzt setzen wir mal Beta ein, damit es schnell weg ist. Außerdem können wir uns ja dann noch ausruhen. Machen wir auch wahrscheinlich noch, bevor wir dann weiterziehen. Alles klar, 34.000 wird immer mehr. So, gut, dann gehen wir jetzt mal pennen. Ein bisschen Energie tanken. Nee. 50 Gil, ja, die haben wir doch. Oh, ich lieg ja wie auf Paletten hier. Wie ist das geil? Ich lieb's hart. Otches, der geile Opa hat natürlich zugekickt, wie wir alle gepennt haben, ne? Hat hier Sabbat dabei, das habe ich gesehen. So, auf geht's nach Gold Saucer. Barret, Tifa und Red stehen schon da. Barret, was ist passiert? Tut mir leid. Was ist passiert? Hier in der Gegend war meine Heimatstadt. Was meinst du mit wahr? Nichts mehr davon übrig. Hab gehört, sie wurden platt gemacht. In nur 4 Jahren. Aber wie konnten diese Leute nur so furchtbare Dinge behaupten? Und ich bin schuld. An all dem bin ich schuld. Meine Heimatstadt, Coral, war schon immer eine Bergarbeiterstadt. Sie ist staubig und arm, aber friedlich. Eine echte Kleinstadt. Makoreaktor, das Wort hörte ich seitdem zum ersten Mal. Was sollen wir tun? Der Einzige, der dagegen ist, ist dein. Ich bin auf jeden Fall dagegen. Wir haben einander nichts zu sagen, wenn ihr daran denkt, unsere Kohle wegzuwerfen. Unsere Kohle ist immer beschützt worden. Unsere Urahnen haben ihr Leben dafür riskiert. Wir dürfen dies alles nicht einfach wegwerfen. Aber hör doch zu, Dein. Niemand verwendet heutzutage Kohle.
Das ist die Zeit, in der wir leben. Ja, alles ist jetzt Marco. Es wird schon hinhauen dahin. Die Shinra Inc. wird dir deinen Lebensunterhalt garantieren, wenn der Marco-Reaktor erst einmal fertig ist. Hör zu, Dein. Ich will nicht, dass meine Frau Minna noch weiter leidet. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich fühle mich ja genauso, verdammt nochmal. Aber trotzdem werde ich unsere Kohlebergwerke nicht aufgeben. Dein. Du musst verstehen. Da hat Barrett noch seinen Arm gehabt. Genauso wurde der Core-Reaktor gebaut und fertiggestellt. Wir dachten alle, dass er es passierte, als Dein und ich ein paar Tage weg waren. Cowell wurde von den Shinra-Truppen niedergebrannt. Alle Bewohner der Stadt, alle meine Verwandten, alle, alles. Shinra-Truppen? Wieso? Im Reaktor gab es eine Explosion. Shinra hat die Schuld an dem Zwischenfall dem Volk gegeben. Behauptete, eine Rebellengruppe hätte ihn verursacht. Es ist furchtbar. Ich nehme an, dass das stimmt, aber mir selbst mache ich mehr Vorwürfe als Shinra. Ich hätte niemals beim Bau des Reaktors mitmachen sollen. Mach dir keine Vorwürfe. Wir sind damals alle auf Versprechen von Shinra reingefallen. Deswegen bin ich so sauer. Sie haben mich nicht nur ausgenutzt, ich habe auch noch meine Frau verloren. Hey, alle mal aufgepasst. Wenn ihr nach Gold Saucer wollt, steigt schnell ein. Seilbahn fahren? Ja, steigen wir ein. Lass uns einsteigen. Dein war mein bester Freund. Von klein auf standen wir uns nah. Ich habe nichts gewusst. Barrett hat kein Wort gesagt. Ich habe kein Mitleid mit Barrett. Er hätte Shinra ihm niemals vertrauen dürfen. Wir gehen lieber weiter. Und rein in die Gondel. Ein bisschen Gondel fahren. Oh, ist das schön. Und guckt mal, wo wir jetzt landen. Genau! Wir landen jetzt in Gold Saucer, der Spielsucht-Fabrik. Ja, da wird die Sucht zu einem Traum. Jeder, der spielsüchtig ist, kommt hierher, verprasst sein Geld. So. Das ist anscheinend auch der Baum, ne, den wir hier sehen haben vorhin. Sieht schon komisch aus. Wir werden auf jeden Fall überall mal hingehen. Gucken, wie es so aussieht da und was da passiert. Da oben ist noch ein Speicherpunkt. Da können wir mal hingehen. Speichern wir mal eine Runde. Willkommen im Gold Saucer. Ja, danke schön. So. Was? 5 GP? Okay. 0 GP, okay. Obwohl kann nicht genug GP. Haben die eine eigene Währung hier? Entschuldigung. Willkommen im Gold Saucer. Gehört ihr zusammen? Eine Einzelkarte kostet 3000 Gil. Oder ihr könnt eine Dauerkarte für 30.000 Gil kaufen. Ja, dafür nämlich brauchen wir die 30.000. Vielen Dank. Wenn ihr ein Goldticket besitzt, könnt ihr im Park ein- und ausgehen, wie ihr wollt. Verliert sie also nicht. Im Gold Saucer wird an vielen Stellen mit GP bezahlt. GP ist Geld, das nur im Gold Saucer gültig ist. Jill werden nur bei Spielen im Wonderland und bei den Chocobo-Rennen benutzt. Das GP-Limit liegt bei 10.000. Es ist also Vorsicht geboten. Ich wünsche viel Vergnügen. Dankeschön, Geizhals. So. Da wären wir.
Es gibt 7 Attraktionen hier, glaube ich. Ja. Wow. Das wird lustig. Ich weiß, dass jetzt ist jetzt. Ich weiß, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. So. Hey Barrett, nicht zu traurig. Ich bin nicht gut drauf. Also lass mich in Ruhe. Ehrlich? Das ist schade. Gehen wir. Flüster, flüster. War das nicht etwas hart, Aris? Flüster, flüster. Wenn das geschieht, tu einfach so, als sei nichts passiert. Flüster, meinst du? Natürlich. Wir gehen spielen. Also, spielen ist das alles, woran ihr denken könnt. Wir suchen Sephiroth. Ich glaube, er ist verrückt. Er ist nun mal so. Es scheint ihm besser zu gehen. So, mit wem gehen wir denn jetzt mal? Wir haben ja Yuffie jetzt beigehabt. Eigentlich müssten wir Yuffie weiternehmen. Wir müssen auch Red weiternehmen. Oder Aris. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht Probewoche. So. Ihm geben wir erstmal seine Ausrüstung hier. Und zwar seine... Obwohl... Sollte ich den Zauberkampf vielleicht behalten? Sind bloß 2%, die mehr sind beim Angriff. Und die Fassung halt. Das sind 4 Fassungen. Soll ich oder nicht? Ach, nehmen wir einfach. Ist nicht so schlimm. Was hat er denn eigentlich als bei Behandlung, Gewitter, Genesung? Ja, nimmt er noch Gift. Und dann passt das. Wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht ist Sephiroth in der Nähe. Nicht zusammengehen. Obwohl, wir gehen mit Aris. So, wo gehen wir denn hin? Ich muss mal kurz gucken. Wonder, Roundspeed, Ghost, Event. Eine unterhaltsame Show. Eine Achterbahn wartet auf dich in einer Welt voller Aufregung zu entführen. Okay, Round. Okay, da wollen wir hin. Nein. Da wollen wir noch hin, zu Round. Wo ist Round, 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 Round? Hier. Was müsste das sein? Ja, das ist das. Hehe. Nein, ich habe kein Geld. Tschüss. Mann, dass man echt dafür GP braucht. Ja, wo gehen wir denn hin? Was ist das? Chocobo retten wahrscheinlich, oder? Ja. Was ist los? Mist. Shinra-Soldaten, selbst hier draußen. Stillgestanden, wegtreten. Alle raus. Gut, dann gehen wir nicht hierher. Event? Ist das Event? Ich glaube ja. Wir gehen uns mal hier oben schauen erstmal. Tut mir leid, aber heute läuft keine Show. Warum nicht? Ich bin auch nicht so oft hier. Ich will eine Show haben. Gib mir eine Show. Wir bieten eine wirklich ganz außergewöhnliche Show. Heute ist Ruhetag, aber komm doch ein andermal wieder und sieh es dir an. So, was haben wir denn da? Da sind noch ein paar Zuschauer. Was willst du denn? Siehst du nicht, dass wir allein sein möchten? Entschuldigung. Habe ich nie gesehen. Ich störe schon nicht mehr. Was mit euch, Vögeln? Herr Mimmel, du bist vielleicht eine Nervensäge. Kannst du uns nicht einfach in Ruhe lassen? Mann, wenn ihr irgendwo was machen wollt, dann nehmt euch ein Zimmer.
Gibt doch auch ein Hotel hier. Mann, Mann, Mann. Das hier gleich noch. Nee, zeige ich mal nicht. Was haben wir hier? Ach, hier ist der Vogel. Tag, Junge. Junge. Wie ist es? Macht Spaß? Hm? Scheint so. Na gut für dich, Junge. Ich heiße Cloud und nenn mich nicht immer Junge. Hm, ich? Ich bin der Eigentümer des Goldsauce. Ich heiße Dino. Nenn mich einfach Dio. Der hört gar nicht zu. Übrigens, Junge, weißt du, was schwarze Materie ist? Hahaha, das ist wirklich gut, Junge. Aber Lügen bringst du nichts. Aber Lügen bringt nichts. Du kannst mich nicht reinlegen. Warum hast du mich gefragt? Na, vor einer Weile kam ein Junge in deinem Alter her und fragte mich, ob ich schwarze Materie hätte. Ich dachte, du wüsstest vielleicht, wer er war, da ihr beide ungefähr gleich alt seid. Hatte er zufällig einen schwarzen Umhang an? Ja, ja, tatsächlich. Und seine Hand war mit einer 1 tätowiert. Wo ist er hingegangen? Hahaha, ich habe keine Ahnung. Na dann. Übrigens, schau bei der Kampfarena vorbei. Da gefällt es dir bestimmt. Viele meiner Sammlerstücke sind dort ausgestellt. Hahaha. Ja, dann gucken wir doch mal. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns mal ein bisschen um, ne? Okay, das ist... Ist das ihr erstes Mal? Lassen Sie sich das Spiel drüben erklären. Regeln für diese Attraktion kennen? Die Superachterbahn ist eine Attraktion, in der du losrast, schießt und alle erschreckst. Du zerstörst alles mit einem großen Knall. Ganz einfach, oder? Oh, zum Schießen okay. Und der Balken an der linken Seite des Bildschirms ist die Kraftanzeige. Wenn er voll ist, macht er Brumm. Und wenn er leer ist, macht er nur Pfff und wird schwach. Also sei vorsichtig. Also wenn du unter den ersten drei bist, dann bekommst du in die Ruhmesmauer. Alles klar. 10 GP. Kann man sich da die GP umtauschen? Ne, hier ist bloß... Höchste Punktzahl, 1, 2, 3, keiner, okay. Du bekommst einen Preis, wenn du mehr als 3000 Punkte erhältst. Viel Spaß. Erstmal gucken, wo wir GP herkriegen. Bei der Treppe müssen wir aufpassen. Was? Etliche Dinge. Willkommen im Goldsauce. Ja, zuerst muss ich mir die Reihenfolge genau merken und dann die Angriffe erraten. Mummel, mummel. Ich geh nochmal zu den Chocobos. In Chocobo-Rennen hier. Da muss es doch auch was geben. Okay. Möchten Sie Chocobo-Karten kaufen? Ja. Ja. 10 nehmen wir. Danke, eine Wette kostet 100 Geld. Das ist das nächste Rennen. Feuerzahn, okay. Dort wird er landen. Der wird dort. Zwischen 2 und 5, alles klar. Jetzt kann ich noch mal. Nee, okay. Okay, alles klar. Jetzt geht's. So, mal schauen. Ich glaube, ich habe den falschen Schuh erwischt.
hat mir, glaube ich, einen roten gekrallt. Den roten habe ich eingestellt, hab am Ende. Okay. Aber mal schauen. Oh, der rote holt auf. Oh, der ist erster, geil. Ich glaube, den hat es sogar genommen, oder? Wenn ich den genommen habe, bin ich erster. Das war geil, 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 geil. Nein, dritter. Aber egal. Dritter ist auch gut. Könnten wir vielleicht auch noch was kriegen. Oder hat man den rosa? Ah, schade. Ich habe verloren. Ja, toll. Es tut mir leid, aber Unbefugte haben keinen Zutritt. Was ist denn das? Keine Ahnung. Du kannst nur bis zu 3 Karten kaufen. Überlegst dir gut. Du kannst dir zum Beispiel die Hälfte der Chocobos aussuchen und 3 Kästen kaufen. Kein Interesse. Exchange. Willkommen zum Chocobo-Rennen. Wo ist ein Exchange? Achso, ich sollte ja mal lesen, war. Na gut, jetzt ist sowieso vorbei. Ja. Wenn ihr es lesen wollt, dann macht einfach auf Pause kurz oder sowas. Ich habe da jetzt einfach mal überblättert. Ich war gerade ein bisschen geistesabwesend. Ich habe verloren. Willkommen zum Chocobo-Rennen. Ist hier nicht Wechselkasse? Gibt keine. Gut, dann gehen wir jetzt zum Battle. Was ist da? Tut uns leid, wir renovieren gerade. Okay. Was ist das? Okay, hier ist das. Dann gehen wir mal zum Ghost Square. Danke für den Besuch. Achso, willkommen. Danke für den Besuch. Willst du ein Zimmer? Komm zum Empfang. Das ist unser beliebtester Mitarbeiter, Mr. Hangman. Willkommen. Es kostet 5 GP pro Nacht. Willst du übernachten? Nein, danke. Ich habe keinen GP. Was ist hier im Shop? Der ist ja auch hier. Willkommen. So. Ja, aber hier ist nichts, was wir brauchen. Dann nehmen wir wieder. So. Station. Gehen wir da mal wieder hin. So, gut, dann machen wir es so. Ich werde jetzt hier die Folge beenden. Und ich werde noch mal kurz runterfahren dann. Da speichern, und wenn wir bei der nächsten Folge anfangen, starten wir wieder hier im Kreis, im Rondell, in der Station. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall, und ich bedanke mich auch für Kommentare, für Daumen nach oben, ne? Und für jeden Abo, wäre ich auch immer dankbar. Auch wenn ich nicht gerade der beste Let's Player hier bin oder sowas, ich mache die Videos, wie sie kommen, spontan, ne? Ne, ich versuche schon jeden Tag eine Folge rauszubringen, auf jeden Fall. Und wenn es klappt, dann klappt es ja nicht. Dann, ja, dann ist mir halt was dazwischen gekommen. Dann ist es so. Aber, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Spaß dran habt, mir zuzuschauen. Auch hoffe ich, dass ich euch ein bisschen begeistern kann. Und auch, dass euch die Story gefällt und alles. Ich hoffe ja auf so vieles.
ich kann nicht aufhören zu quatschen. Gut, ich beende die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.